Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Siedler 3. Ich hoffe, ich bin jetzt besser zu verstehen. Ich habe den Sound jetzt nämlich mal runtergestellt. Wenn euch das immer noch zu leise ist, meine Stimme, gerne nochmal reinschreiben, dann werde ich das gerne nochmal korrigieren. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt aufs Gameplay. Weil, na, ein bisschen dichter ran, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen. Wir sind immer noch dabei, das Wohnhaus zu bauen. Unsere Pioniere vergrößern das Land. Hier müssen wir aufpassen, weil wir hier unten Gegner haben. Und oben drüber. Da müssen wir auch zusehen, dass wir möglichst bald Soldaten ja, ausbilden können, kann man sagen, ne? So, jetzt wollen wir aber mal nach Rohstoffen suchen. Denn auch hier können wir Kohle und Eisen abbauen. Ja, du brauchst da nicht mitgehen. Beziehungsweise die Soldaten brauchen wir nicht mit hochschieben. So, ihr könnt jetzt mal suchen. Hier wird auch noch fleißig gebaut, sehe ich gerade. Ein Holzfäller. Die Geologen haben schon Kohle gefunden. Können wir eigentlich schon mal eine Fischerhütte bauen hier, ne? Ja, baue ich hier hin. So, dann gucken wir mal wieder auf die andere Insel. Da können wir nämlich schon... Oder können wir noch ein paar Minen bauen lassen. So, jetzt möchte ich aber auch das Gold mitnehmen, was hier vereinzelt rumliegt. Hier? Nein. Egal, du suchst bitte nochmal hier weiter. Ihr beiden sucht bitte hier weiter. So. Genau, ihr habt da oben auch Kohle gefunden. Das ist schon mal super. Steinbruchhütte läuft. Setze ich hier doch nochmal einen Turm hin. Hier würde ich auch gerne nochmal ein bisschen Land verbreitern. Also auch nochmal einen Turm. Dann können wir hier eigentlich schon mal eine Eisenschmelze hinbauen und und Werkzeug. So, haben sie was gefunden? Nee, die beiden stehen rum, die beiden Geologen. Die sollen aber bitte auch nochmal suchen. Dann könnten wir eigentlich als nächstes die Goldschmelze bauen, ne? Und damit wir unser Land auch besser sehen können, sollten wir einen Aussichtsturm bauen lassen. Damit das auch immer aufgedeckt bleibt und nicht irgendwie wieder verschwindet. So, jetzt könnten wir eigentlich nochmal hier eine Kohlemine hinsetzen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und ein Holzfäller vielleicht nochmal, ne? Weil hier hinten ist so viel Holz. Das könnte auch weg. So, jetzt sind alle wieder fleißig und beschäftigt. Förster wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hier oben. Habe ich noch gar nicht. Gucke hier mal einen Förster hin. Ich hoffe, die Bäume reichen noch. Gut, der Turm braucht nichts mehr. Fischerhütte ist gleich fertig. 7 Bretter, die wir noch brauchen. 8 Bretter. Oh oh. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, die Bäume reichen noch. Das ist doch... Hab ich noch mal Schwein gehabt, oder wie war das, ne? So, die bauen die Minen. Können wir hier unten noch mal eine Eisenmine hinbauen. Wo die Geologen gerade forschen. Das können wir jetzt eigentlich auch machen. Umso schneller kriegen wir Soldaten. Ihr beiden könnt mal hier suchen.
Da unten ist auch noch mal Eisen. So, die sind fleißig am Buddeln und am Machen und am Tun. Und du hast keine Bäume mehr? Doch, er fällt wieder. Das ist doch wunderbar. Immer noch Kohle gefunden. Ja. Also es läuft. Wenn es läuft, dann läuft's. So, der eine Turm ist schon mal fertig. Die anderen beiden Türme werden noch gebaut. Genau. Die haben aber auch schon alle benötigten Rohstoffe. Ach ja. Zu dem Aussichtsturm fiel. Achso, das ist die Goldschmelze. Das ist der. Dem Aussichtsturm fehlt nur Holz. Du findest keine Bäume mehr, oder? Doch, geht noch. Verlagern wir mal deinen Platz hier mit ein paar anderen Bäumen, die du fällen kannst. Hier ist auch wieder Eisen, wo die Geologen geschickt haben. Ein bisschen mehr Gold wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, Gold ist irgendwo hier hinten noch. Wenn ich das von früher noch richtig weiß. Gut, das Handelsschiff braucht noch einen Eisenbarren. Habe ich schon eingestellt, dass ihr einen Fisch kriegt? Ja, habe ich auch schon, aber ich habe nicht genug Fischer hinten, ne? Nee. Ich dann, ja genau. Hier können wir noch mal Fisch fangen. Ja, und rein theoretisch hier, ne? Wichtig wäre es ja, dass der Holzfäller demnächst mal gebaut wird. Macht man zuerst bitte den Holzfäller fertig. Hier geht's auch voran. Genau, die Eisenschmelze hat schon, was sie braucht. Die Werkzeugschmiede leider noch nicht. Die Türme ja. Einer kann da hinten noch. So, dann haben wir das Land auch erweitert. Dann können wir hier demnächst auch Minen bauen. Beziehungsweise, ich würde hier als erstes wieder eine Fischerhütte hinsetzen. Da oben schön. Hier kann eigentlich auch Fisch gefangen werden. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn unten noch ein Holzfäller. Da oben ist so viel Holz. Das kann alles weg. Da können wir hier oben was anderes hinbauen. Ja. Ein Brett noch. Das Brett wird gerade geliefert. Das ist doch auch fantastikerisch. Und hier fehlt Eisen. Ach ja. So, wenn der Holzfäller fertig ist, dann werden auch die anderen Sachen wieder gebaut. Dann haben wir hier zwei Holzfäller. Ist ja eigentlich gar nicht mal so unpraktisch. Würde ich aber gerne hier oben nochmal einen hinsetzen. Später den hier unten abreißen wollen. Ja, yay, ihr habt auch Eisen gefunden. Das ist ja cool. Da könnt ihr erstmal wieder fleißig bauen.
Material ist ja genug da, nur Bäume nicht. Da hat der Förster gleich einiges zu tun. Auf der Insel. So. Der Holzfäller ist fertig. Da kommt er schon angewatschelt. Die Schmelze braucht noch Holz. Der Aussichtsturm braucht Holz. Yay, eine der 12.000 Minen ist fertig. Ganz ehrlich, dann lasse ich doch erstmal den Holzfäller bauen. Oder ich sollte mir so langsam mal einen Platz suchen, wo sie nur Holz fällen können. Ich brauche aber auch noch ein bisschen Platz für Getreideminenfarm. Wo ich Getreide anpflanzen kann. Ja, Steine sind wie immer hier, bloß Holz fehlt, ne? Ärgerlich. Ihr baut jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil ich da den Holzfäller gekennzeichnet habe, dass er am schnellsten gebaut werden soll. Das ist immer ein bisschen doof, dass sie das, dass das nicht zwei getrennte Inseln sind. Also so vom Baumenü her, sondern nur eine. Aber ich denke mal, das kriegt man auch irgendwie hin. Da kommt das letzte Brett. Yay! Können wir gleich den Holzfäller abreißen? Gleich da hinten rüber watscheln. So. Na, wann kommst du endlich an? Und tschüss. Wieder ein Brett mehr. Du findest keine Steine mehr. Das ist doch schlecht für dich. Denn, ja, waren das denn doch gerade keine? Dann bleibst du erstmal verschollen. Ja, ich weiß, dass du da Eisen gefunden hast, aber du hast hier noch so viele Bauaufträge, dass du erstmal 1, 2, 3 fertig machen sollst, bitte. Oder die nächsten machst. So, genau, der Holzfäller ist von seinem alten Platz hier hochgewandert jetzt. Da könnte man eigentlich noch hier noch einen dritten hinsetzen, aber das hat dann erstmal Zeit. Bis sie ihn fertig machen sollen. So, hier fehlen noch 4 Bretter. Meine fleißigen Bienchen baut. So, jetzt werden auf jeden Fall schon mal schneller wieder Bäume gefällt, weil das alles in der Nähe ist. So, das hier mit dem Fisch, nee, habe ich noch nicht eingestellt. Dann werde ich das jetzt mal machen. Und dann könnt ihr als nächstes Minen bauen. Hier eine Kohlemine hin. Da eine Kohlemine hin. Hier auch noch. Und eine Eisenmine. Da oben ist sogar Gold. Cool. Könnt ihr da mal weiter Geologen weiter suchen. Fertig.
Du kannst dich mal in die Richtung leider orientieren. Bäume zu fällen, da sind auch schon die blauen. Beziehungsweise ein blauer Geologe ist da. Hier haben sie auch nochmal Gold gefunden. Yay, ist fertig. Es fehlt Holz, es fehlt Holz. Mal gucken, wenn sie das Planet haben, dass der auch schneller eine Angel fehlt. Ja, wenn du denn das erste Mal Eisen hast, kannst du eine Angel herstellen. So, da ist Gold, ja, habe ich gesehen. Jetzt dauert das noch ein bisschen, bis die Bäume hier beim Förster gewachsen sind. Aber die Goldschmelze ist gleich fertig. Cool. Ja, da ist noch Kohle. Er fällt fleißig die Bäume. Fehlt immer noch Eisen. Und die Fischerhütten sind leider noch nicht ganz so fertig. Jetzt wird der Aussichtsturm gebaut. Beziehungsweise beliefert und danach gebaut. Ja, noch eine Angel. Brauchst du zwei Angeln? Oder ist das derselbe Auftrag? Hier klappt das mit dem Holzfäller. Genau, hier wird schon mal Kohle abgegeben. Nach Gold wird auch gerade gesucht, weil er hat einen Fisch bekommen. Jetzt wird anscheinend hier unten die Fischerhütte gebaut. Wir werden auf jeden Fall zwei Holzbretter hingeliefert. Oder kommen die zur Mine? Die kommen zur Mine. Na gut. Denn ist das so. Die Pioniere leisten super Arbeit. Ein Geologe. Kannst mal hier wieder mit weitersuchen. Hier. Gut, hier läuft das auch nicht so unbedingt, aber die Minen werden langsam gebaut. Daher alles im Grün, hätte ich beinahe gesagt. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Habt einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denne.